Mal laufen können. 129 drin. Ja, das ist aber, du musst immer so 10, 20 weniger haben und schon noch gut laufen. Weil diese Unordnung nicht. Ja, in einem ist was ein bisschen Unordnung drin, ja. Da hat irgendwer mega viel Saft reingeschmissen. Ja, im Endeffekt ist die Unordnung ja entstanden, weil eine Viecher. Alter, das. Ja, aber dann entsteht Unordnung. Sobald ein Stein, also ein Schrank kaputt ist, wo. Du siehst ja zum Beispiel das ganze Fiber hier in dem einen Schrank. Da gehört er ja gar nicht rein. Und deswegen sind Sachen von dem jetzt in irgendwelchen anderen Schränken gelandet, ne? Ein Schrank zum Beispiel, warum hat keiner die Steine in den... Ja. Achso, du meinst, ja, der war aber voll vorhin. Zum Beispiel, in dem einen Schrank zum Beispiel sind Steine jetzt hier gerade drin, in dem Flintschrank zum Beispiel. Aber der Steinschrank war voll, deswegen habe ich da ein paar Steine in den Flintschrank getan. Deswegen habe ich dich ja gebeten, ein paar Steinfoundations zu bauen, damit der wieder Platz drin ist. Ja? Der war halt komplett voll, der Schrank. Gut, die Pfeile können ja ruhig beim Flint drin sein, das ist ja nicht so. Ich hab gerade die Steine da rausgenommen, ne? Ja, auch. Aber da musst du dich an gewöhnen, da gibt's manche Leute, die schmeißen dann mal irgendwo alles rein und solche, die sortieren es halt weg. Halber ist okay hier hinten, aber das. Na, raus. Das ist ja wie was bei uns in der Smithy zum Beispiel los, das ist ja nicht feierlich eigentlich. Ja, das ist ja einfach nur. Zusammengewürfelt, einfach alles rein. Ja, aber das finde ich gar nicht mal so schlecht. Also ich finde sowas ist okay, weil du da ja auch verschiedenes Zeug brauchst. Ja, genau. Ich schmeiße da zum Beispiel, keine Ahnung, bei Holz zum Beispiel, dann schmeiße ich da einfach 100 Holz rein und lasse den Rest einfach drin. Damit der nächste nicht wieder Holz reinschmeißen muss. Macht ja auch Sinn. Weiß ja auch. So, den Trick mit dem, wenn du Gammelfleisch haben möchtest. Ja, mit dem Split. Ja, also im Moment brauchst du aber nicht unbedingt machen. Also, wir haben gerade noch genug Narkotik. Und wenn man es halt braucht, muss man halt 10 Minuten vorher machen und kann das ganze Fleisch auseinanderziehen. So, kann ich nochmal darüber Fleisch Steinfarm gehen? Noch jemand eine Sichel haben? Nee, du brauchst keine Sichel bauen. Eigentlich, wir haben oben irgendwo in dem Schrank ist so eine Journeyman-Sichel. Die kannst du einfach mal nehmen, also die musst du nicht ständig dabei haben. Im Endeffekt, die kannst du mal nehmen, einfach mal 1000, 2000 Fiber farmen und dann packst du die einfach wieder in den Schrank rein. Da haben wir noch von einem, von einem Alpha-Viech haben wir eine Journeyman-Sickle gekriegt. Wir haben dann einfach ein bisschen Fiber farmen. Ist halt schwachsinnig, wenn sich jeder eine Sickle baut, irgendwie jeder eine Sickle dabei hat, immer nur 100 Fiber oder so farmt und dann trifft man dann zu weg. Ne? Ist halt irgendwie... Also wenn ich halt Fiber farm, dann farme ich halt immer gleich, keine Ahnung. Vielleicht mit einer Sickle, jede Runde mit einer Sickle, bis ich Cap voll habe oder sowas.
Mach den Schrank voll halt, ne? Dann haben halt alle was von. Den ganzen Schrank mache ich aber auch meistens nicht voll. Also. Das geht richtig schnell. Aber wir haben in einem Schrank, haben wir noch Fiber, meine ich drin, ne? Ja, ja, wir haben noch. Ich weiß gar nicht, wie viel Meter haben wir, glaube ich, nicht gerade. Ich weiß gar nicht, wie viel Meter haben wir. Ich bin aber eher immer so der sparsame Typ. Also. Ich glaube meistens immer nur mit ein, zwei Metallsachen rum, Waffen rum zum Rücken. Also. Im Moment habe ich jetzt zwar eine Pico und eine Axt mit, aber die Pico hatte ich vorhin zum Beispiel auch gar nicht vorbei. Ja, die Pico habe ich schon wieder gekriegt. Also du kannst zwar immer sterben und es ist ärgerlich, wenn wir sonst. So, bin wieder da. Ich musste gerade meinen kurzen erstmal eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Ich habe zum Glück immer nach dem Dino geguckt, nach dem Sabletooth. Weil da war gerade so ein Dilo straight auf dem Weg zum Sabletooth. Okay, hat da schon attackt? Nee, ich war kurz davor. Ach, guck mal hier, der Raptor, das geht ja ratzifatzi hier. Ja, schade, den 108er, der da hinten im Ecke. Ja, wär geil gewesen. Was haltet ihr denn davon, wenn die Viecher jetzt alle fertig sind, dass wir mal zu dritt losgehen auf dem Bärchen und ein Alpha-Viech mal suchen, das töten? Aber wir können auch einfach mal so plump losziehen und einfach mal so allgemein alles aus dem Kittel hauen. Ja. Einfach mal losspazieren, nicht groß wichtige Sachen dabei, einfach irgendwie Metallzeug. Ja, jeder eine Metallpfeil, Pfeil und Bogen. Pfeilbogen brauche ich nicht, ich bin der Nahkämpfer immer. Ja, nee, ich meine jetzt, wenn wir einen Alpha-Viech nicht finden, ne? Ach so, ja. Also oben am Berg sind wir echt oft Geld, ne? Dann brate schon mal Fleisch, wenn du gerade an der Base bist. Ja, bin ich gerade noch nicht, aber gleich. Ja, ich bleib jetzt erstmal hier beim Raptor stehen. Weil ich glaube, den finde ich nie wieder, wenn ich jetzt hier weggehe. Ja, ich schon. Der ist doch direkt beim Sabletooth. Hat er sich denn großartig gewehrt? Ja. Der Raptor. Ich hab den ja nur hier hingestellt und angetankt. Hat ja, er viele Pfeile gefressen? Er hat drei Pfeile gefressen. Easy. Bei Manuel wäre es nur einer gewesen. Dann wäre er tot gewesen. Ja, richtig. Ich wollte doch nichts haben. Ich habe auch schon einige Viecher gekillt. Alter, und ich brauche eine Fackel. Ich brauche ganz dringend eine Fackel. Ja, gestern wollten wir ja wieder. Achso, Heidrüstung sollte hier noch bei uns werden, ne? Ich muss erstmal wissen, wo die Schmiede ist. Ich muss erstmal wissen, wo wir überhaupt sind. Macht mal einer Licht an. Ich weiß nicht, ob ich jetzt. Doch, Glaube ich richtig? Ja, doch, ich laufe richtig. Da sind Namen. Hier ist der Dicke. Ah, der Dicke ist gleich fertig. Haben wir Spoiled Meat da? Nicht viel, glaube ich. Weiß ich nicht, muss ich gucken. Ah. Okay. Ich habe alles, was ich noch hatte, da reingeschmissen. Jetzt hier. Wir brauchen nur. Ja, weil hier sind noch knapp 420 Knuckleburn übrig. Also den brauchen wir nichts mehr drücken. Sauber. Narkotex oder Knuckleburn? Okay. Ja, passt. Also 500 brauchst du halt für 100 Narkotex. Ich habe gerade die Beete nochmal leer gemacht. Beete. Im Extrem sind auch schon wieder 70 Narkoberries. Wie nennen wir Money? Das Mammut einfach Money? Ja, Money. Money, ja. Das mürrische Mammut. Das mürrische Mammut. Ich liebe diese Steinchen. Weißt du noch so ungefähr, wo diese kleine Reise? Ja. Was für ein Viech? Die Wilma. Was war denn schon die Wilma? Wilma ist, Was da passt der hier durch? Nein. Pfeif den mal ab. Guck mal, ob du den hier reinkriegst irgendwie. Der passt da niemals rein. Ehrlich nicht?
Nee. Das siehst du doch vom. Muss nur mal gucken. Das ist größer als das Tor. Ja. Wir müssen mal direkt draußen erstmal einen Käfig bauen und einbauen oder so. Manni, das mürrische Mammut. So, wir müssen den erstmal einbauen. Bist du gerade in der Base? Ich bin gerade in der Base, ja. Nee, warte, ich meine jetzt Manuel, das ist auch. Okay. Du kannst den Sattel bauen, ne? Mhm. Oh, Mammut, ich liebe Mammut, der ist so geil. Ich kann jetzt das Bermoth Gate bauen. Ich guck mal im Drop, weil die Mats vielleicht sogar schon noch da haben. Und du wolltest mir eine Heidrüstung bauen. Jo, mach ich gleich. Ich hab ein bisschen Holzstein gerade nochmal gefarmt, also Stein wird es nicht mangeln. Ja, ich guck mal gerade. 300 Stein, 180 Wut, 120 Tetsch. Hast du nicht sogar noch Heidrüstung vorgekräftet gehabt schon? Ja, die hab ich mir genommen. Ah, okay. Aber wir haben nicht mehr viel Heiz, das Problem. Obwohl doch, da ist uns ganz Stack. Ich bin noch ganz wieder. Nee, ich hab grad den einen Stack nicht gesehen, ja, ist schon ordentlich. So. Ja, ich werf am besten. Ne, ich werf nur einen. Ich will noch was im Battle haben, wenn wir. Ihr seid in der Nähe, ja? Ja. Heidrüstung ist dann auch dann in der Smithy drin, ne? Achso, Sven, hier ist sogar noch eine kaputte Torch drin in der Smithy. Oh nice, level up. KWP? Ich hab nicht geguckt, wie viel, ich hab einfach nur ein Level up gekriegt. Jetzt also soll ich natürlich gucken, wo wir das Bermoth-Gate erstmal hinhocken, ne? Wann warst du denn? Die müssen da noch welche. Alter! Daniel? Ja? Das Bermoth-Gate ist größer wie unser ganzer Stall. Ich weiß. Deswegen kannst du so geil und so schnell aus Bermoth-Gate den übelsten Stall ziehen. Aber ich darf hier nicht setzen, weil too close. Ja, jetzt geht's. Willst du das nicht einfach von der anderen Seite setzen? Ich guck gerade nochmal, wie groß und so. Das Problem ist, wenn wir jetzt das Ding setzen und ausbauen wollen nach oben, müssen wir das Geld nochmal abreißen und neu bauen, ne? Hier ist das andere Problem, wenn wir von dieser Seite setzen. Nee, ich meine einfach hier hinten irgendwo hinsetzen, hier. Oder hier im Garten, oder? Wo der Garten aufhört. Oder sogar vielleicht überlegen, das einfach hier hinzusetzen und ziehen wir erstmal einfach nur einen Zaun für das Mammut. Das kann ja keiner rausgraben und nix. Heil und Bogen abschließen, oder? Ja, klar. Das kann man machen, das ist richtig. Obwohl, nee, kann man nicht. Hinter dir ist ein Stein. Kannst du den abhacken? Den hier meinst du? Ist der abhackbar? Ja. Ja, oh, irgendwo unsichtbar ist, hat er weggemacht. Da ist ein Schiss drauf. Dass die einfach mal ein Gehege ziehen aus Wirm und Geld, wo wir dann quasi so große Viecher abziehen können, ne? Weil du kannst ja nicht reinschießen von hier irgendwo. Wenn du aus Biomod Gate so einen kleinen Stall da baust, oder so ein kleines Gehege baust, kann ja keiner reinschießen. Wir können ja auch hier noch reinstellen, reicht ja. Wie bitte?